Yo Leute, was geht und damit herzlich willkommen zu einer neuen Runde Contrast. Und ja, letzte Folge haben wir irgendwie hier mit einer Kanone noch geschossen gehabt. Und ja, was das bewirken sollte, weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat da hinten was kaputt gemacht. Und wir sind hier. Ich weiß gar nicht, wo wir sind. Ich vermute mal irgendwie unter Wasser oder so. Na gut, nach Unterwasser sieht das jetzt nicht aus, aber wir sind auf jeden Fall mit der Achterbahn in diesem Piratenschiff gefahren und wurden dann hierhin transportiert. Wo bin ich? Ah, okay. Und das war sehr, sehr cool. Das war ultra cool, muss ich sagen. Hier geht schon mal nicht weiter. Wir müssen erstmal darüber zu der Kugel wieder. Denn, wie oben rechts steht, wir müssen die Kanone erneut abfeuern. Ja, jetzt ist die Frage, wie komme ich da hoch, ne? Boah. Erstmal irgendwie die Umgebung checken. Hier auf jeden Fall nicht. Die Kugel ist darüber geflogen. Können wir irgendwie hier unten lang? Ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es echt nicht. Logisches Denken und Probieren ist hier einfach beste Lösung. Erstmal hier hoch. Und von dem Ding mitgenommen werden. So, wenn es runter geht, jump ich nicht darüber. Nochmal. Jetzt aber. Alter, was war das für ein Sprung? Ja, heftig. So, die Kugel haben wir schon mal wieder. Jetzt kann man hier noch irgendwas machen. Die Tür auf. Mehr oder weniger. Und jetzt hier rüber. So, ja, schön. Alles klar, dann bin ich mal gespannt, was da jetzt passieren soll, wenn wir die nochmal abfeuern. Vielleicht haben wir ja daneben geschossen. Ja. Okay, die Kugel liegt an der falschen Stelle. Sehr schön. Gut gemacht. Ja, komm. Dann legt man sie mal hinter und... Nein! Zum Glück haben wir überspringen. Hierhin. Unter den Schatten eben. Gut, vielleicht nicht da vorne. Nicht hier. So. Das ist dieses stumpfe Geräusch einfach. Hä, was? Was soll denn das? Vielleicht ist da jetzt auch nur der Schatten relevant, das weiß ich jetzt natürlich nicht. Das könnte aber sein. Wobei ich nicht weiß, was das bringt. Sobald wir sie hinlegen. Ja gut, doch, da müssen wir sie relativ nah hier dran legen, an die Lichtquelle. So, dann. Wir versuchen es mal. Nee, ne, da passiert irgendwie nichts. Irgendwie, da liegt sie jetzt nicht genau. Man muss das wirklich exakt machen. Oder uns fehlt da einfach noch was.
Pass mal auf, ich leg die jetzt einfach wirklich richtig exakt hier hin. Jetzt müsste das dann nun wirklich, wenn das runter geht, zumindest schattentechnisch klappen. Wenig. Nee, okay. Wie zum Teufel soll das gehen? Wo kam die Kugel vorher her? Das hätte ich vielleicht auch mal irgendwie checken sollen. Ah, warte mal. Das fährt bis hier vor. Genau auf die Stelle. Oder ich lag sie vor allem zu weit hinten. Das sieht jetzt fast perfekt aus. Oh Gott, fast runtergerannt. Nee, es geht irgendwie nicht. Wir müssen wieder noch wo drauflegen. Ich würde ja sagen, wir halten sie fester, dann können wir das Ding doch gar nicht aktivieren. Weil dann legt die Kugel ja wieder weg. Das einfach da reinlegen. Ansch Moment, Moment, Moment. Ich hab's. Nicht interagieren, nein. Like a Volltrottel. Müssen wir. Interagieren, nein, müssen wir nicht. Komm. Es ist jetzt sehr gut, dass die Kugel da genau davor liegt. Wenn wir die jetzt gar nicht mehr kriegen, ne? Das ist doch ein verkackter Scherz. Wie soll ich denn jetzt an die Kugel kommen? Was soll denn das? Okay. So. Hier hinten geht's hoch. Ah, na gut, so geht's natürlich auch. Ach so nicht. Ich hätte jetzt die Kugel in den Schatten halt fallen lassen, aber da kommen wir gar nicht hoch, deswegen lege ich die jetzt hier auf den Schatten drauf. Dann wird sie von den Dingen da reingetan. Gut. Ist natürlich auch möglich. Ja. Ja. Geil. Mal schauen, was jetzt passiert. Feuer! Na los! Ah, okay. Freie Fahrt also jetzt. Hoffe ich. Ja, genau. Okay. So, dann wollen wir mal weiterfahren. Ahoi. Ja, ist doch voll geil. Das ist eine verdammt coole Achterbahn. Hast du den letzten Schlag? Okay. Mach ich's doch gern. Okay, da bewegt sich das hier. Das Boot in dem Sinn. So. Wir müssen jetzt, okay, erstmal eine Lichtkugel schnappen. Okay, hier müssen wir sowieso hin. Haha, lustig. Aber hier brauchen wir anscheinend wieder eine Kugel, oder? Oder sollen wir hier rein?
Sehr gut. Ist vor allem auch einfach eine Treppe. Was müssen wir da mit der Kanone machen? Interagieren kann ich schon mal nicht. Und ich stehe jetzt voll drin. Da muss wieder irgendwas reingeschmissen werden. Gibt es denn hier unten was? Ja, eine Kugel. Tatsächlich. Okay, dann tragen wir die mal hoch. Wir zerballern hier das ganze Schiff, dabei sollen wir es doch eigentlich reparieren, oder? Naja. Dummerweise wäre ich fast runtergefallen. Dummerweise können wir nicht springen. Lass die mal kurz fallen. Kann ich mich umgucken? Nope. Okay, ich schaffe die Kugel jetzt mal da. Nein, nein. Oh Gott. Ich tue die Kugel jetzt mal auf den Schatten legen. Und dann können wir die nämlich damit so hochhieven. So zumindest die Theorie. So, Kugel hier drauf. Wir wieder zurück. Das Ding nach oben. Und dann können wir sie uns abholen. Ja, stimmt doch, oder? Passt. So. Genau, wunderbar. Bin ich mal gespannt, was jetzt passiert. Wahrscheinlich zerdonnern wir wieder alles. Ja, mehr oder weniger. Nein. Quatsch. Finde einen Weg zum Öffnen der Tür. Ah, herrlich. Wie wär's mit dem Schalter? Ah, Leuchtkugeln. Ja gut, die haben wir ja zum Glück. Ich weiß ja nicht. Wenn wir weiter so machen, ist auf jeden Fall was kaputt. Folge die Idee. Or the engine room, or something like that. Come on, it's dark out there. How are you gonna climb on shadows if it's dark? Hey, this is that maintenance room. Mach mal langsam. Why didn't Daddy do it? I bet he didn't even read the instructions. I think we can restart the whole ride. I knew it. I knew it was something simple. I think all we need to do is pull these levers at the same time. Na dann. Are you ready? Okay. Ja. 3, 2, 1, go! Hab zwar schon vorher mal gemacht, ne, aber pssst. Nicht weiter sagen. Er wird sich wundern, wenn hier alles wieder tippitoppi läuft. Ah, nice. Da steht da irgendwas mit Tortuga? Mist, da unten war noch was zum Sammeln. Ich dachte, das können wir vielleicht noch machen. Verdammt. Tortugas Revenge. Nice. Okay. Repariere die letzte Aktion. Und das werden wir wieder in der nächsten Folge dann tun. Ich glaube, bis jetzt habe ich die 15 Minuten immer so ziemlich gut erfüllt. Ich hoffe, ihr findet die Folgen nicht zu kurz oder so. Weil ich persönlich finde 15 Minuten eigentlich ganz gut. Und ja, die Leuchtkugel holen wir uns vielleicht noch. Schnell! Verdammt. So, haut drauf, komm. Gib alles, Digga. Mist. Nochmal, nochmal.
Oh, du Schlaffi. Komm, klopp richtig drauf. So, jetzt. Ich krieg schon wieder Kehlkopfknacken, ne? Hau da jetzt richtig drauf, komm, gib alles. Du hast doch Muckis. Das sehe ich doch. Jetzt. Ich war oben. Nochmal hauen. Oh mein Gott. So, jetzt aber. In der nächsten Folge werde ich die Kugel haben. Bis dahin, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.